Ich möchte auch nochmal zurückkommen auf die Pandemie. Und das hat einmal mehr gezeigt, dass es eben nicht nur die Technik und die Bettenzahl ist, die nötig ist. Das brauchen wir auch. Aber besonders wichtig ist das Personal. Und gerade in Notfallsituationen, was leider an der Tagesordnung steht, merkt man, wie wichtig das Personal ist, das Fachpersonal auf den Stationen. Und die Patientinnen und Patienten können hier in Thüringen oft nicht mehr versorgt werden und müssen in andere Bundesländer verlegt werden. Es ist ein deutschlandweites Problem, das ist richtig, aber mehr Personal, mehr Fachpersonal ist hier überall bitter nötig. Und wenn wir hier über Antragsverfahren reden, müssen die erleichtert werden. Und das hat nichts mit Qualität zu tun. Die Qualität steht an oberster Stelle und die Patientensicherheit, das ist selbstredend. Aber die Verfahren müssen einfach schneller gehen. Weil wenn wir hier aus der Pandemie gut rauskommen, was ich hoffe, dann müssen wir auch weiter an unserem Gesundheitssystem arbeiten und es noch besser und standfester machen. Weil in Deutschland und auch in Thüringen ist nach wie vor die Bürokratie ein riesengroßes Problem und da muss es an der einen oder anderen Stelle noch Erleichterung geben, auch im Zuge der Anerkennung. Weil wir stehen ja auch im Wettbewerb zu den anderen Bundesländern und es darf da natürlich keine Qualitätseinbußen geben. Wie gesagt, wir haben darüber lange debattiert und lange auch beraten und es war wichtig und gut so. Denn laut Bundesärztekammer arbeiten derzeit rund 49.000 ausländische Medizinerinnen und Mediziner in Deutschland. Damit ist aber der eigentliche Bedarf an eingewanderten Fachkräften im Gesundheitswesen noch lange nicht gedeckt. Und vor allen Dingen auch vom Hintergrund des demografischen Wandels, es wurde auch schon gesagt, ist es wichtig, dass wir hier Fachkräfte nach Thüringen holen und dass die vor allen Dingen auch hier bleiben. Und das ist auch unter der Akademikerebene sehr wichtig. Bis 2030 müssen mit 3,1 Millionen Pflegebedürftigen gerechnet werden, bis 2050 mit 4 Millionen. Deshalb brauchen wir auch dieses Personal. Wir sind im Gesundheitswesen auf eingewanderte und einwandernde Erwerbstätige angewiesen. Wir brauchen diese dringend. Aber dazu gehören auch bundesweite Standards für die Anerkennungsverfahren und Qualifikation aus dem Ausland bei der Pflege und bei den Gesundheitsberufen. Es gehören die Sprachkurse dazu und es gehört auch eine vernünftige Strategie zur Integration von ausländischen Fachkräften in unseren Krankenhaus- und Pflegeeinrichtungen. Wir brauchen ein vernünftiges und transparentes Verfahren zur Anerkennung. Digitalisierung ist hier ein großes Problem, um auch die Antragsverfahren zur Beschleunigung. Und natürlich gehört eine gute Beratung dazu und auch Werbung. Facharztquote, das Thema, wir sind da sehr froh, dass wir das eingeführt haben. Und daran würde ich auch immer festhalten, das hat auch was damit zu tun mit Patientensicherheit. Darauf können wir auch stolz sein, dass wir als Thüringen diesen Weg gegangen sind.